liebe FCK-Fans, herzlich willkommen zu unserer kleinen Rubrik auf ein Malzbier. Hier ist ein Trainingslager in Malz. Ihr habt ja schon gemerkt, es ist ein sehr gelungenes und originelles Wortspiel, auch wenn wir hier vor einer Wand sitzen, wo es mehr Schnaps als Bier gibt. Das liegt an der Hausbrennerei hier in unserem schönen Hotel. Bei mir ist unser Geschäftsführer Sport, Thomas Heng. Thomas, schön, dass du da bist. Die Zeit ist für dich, glaube ich, wahrscheinlich gerade relativ anstrengend. Samstag ging es ins Trainingslager, Freitag noch einen letzten Transfer. Wie viel hast du derzeit zu tun? Wie oft klingelt das Handy? Wie oft schaffst du es auch mal ganz in Ruhe, dich hinzusetzen jetzt hier? Der letzte Transfer wissen wir ja nicht, was noch alles kommt, aber das ist normale Transferzeit. Klar, ist sehr viel zu tun, viel zu telefonieren. Bin froh, dass ich jetzt mal im Hotel angekommen bin, mal ein bisschen durchschnaufen konnte, mit den Jungs jetzt mal Abendessen, beim Mittag das Spiel anschauen konnte. Ja, und freue mich auf eine schöne Woche hoffentlich. Du hast ja auch schon den ersten Eindruck gemacht hier vom Hotel, von der Anlage, vom Trainingsplatz. Wie zufrieden bist du? Ja, optimal. Bis aufs Wetter, das können wir noch nicht programmieren leider. Aber auch der Platz hat ja ein bisschen Wasser gebraucht, von daher war es auch ganz gut, dass es geregnet hat. Nein, die Leute haben uns sehr herzlich aufgenommen, der Service ist top und Sportanlagen, alles da, was wir brauchen, Sauna, Fußballplatz ist gut gepflegt, der ist so, wie er sein muss und Kraftraum da, alles, was man braucht. Wenn wir dich da haben, müssen wir natürlich über die Kaderplanung sprechen, du hast es gerade schon angesprochen. Du hast gesagt, man weiß noch nicht, ob es der letzte Transfer war. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand und wie kann man sich das vorstellen? Wartest du darauf, dass noch jemand anruft oder hast du noch ein paar Leute, die du anrufen willst? Nimm uns mal ein bisschen mit. Ja, wir haben ja noch unsere Hängepartie. Da weiß ja auch jeder, dass da ein Austausch ist zwischen den Vereinen, zwecks Felix Götze, dass das im Moment sehr, sehr schwierig und sehr zäh vorangeht. Aber wir haben ja auch andere Spieler, die den Verein verlassen möchten. Aus welchen Gründen auch immer. Und das hakt auch noch ein bisschen, da sind wir in Gesprächen und ja, das wird sich die nächsten Tage dann zeigen, wie die Entwicklung sein wird. Das heißt, es kann alles noch ein bisschen dauern. Der Fan, der ist ja dann immer sehr unruhig und hofft ja immer, dass es schnell was gibt. Also das heißt, du kannst da Entwarnung geben und dieses ganze Transfergeschäft wird noch ein paar Wochen andauern, richtig? Ja, das Fenster ist ja auf bis 31.8. Das dauert ja noch ein bisschen. Klar wollen wir frühzeitiger natürlich die Planung beendet haben, aber ob das immer so realisierbar ist, ist auch nicht so einfach zu beantworten. Aber wir sind dran, wir arbeiten hart alle dafür, dass wir einen guten Kader ins Rennen schicken. Einen guten Kader haben wir schon. Es gab schon einige Neuzugänge, einige Spieler, die jetzt da sind, auch alle schon sehr früh, also vor dem Trainingslager. Das heißt, die Mannschaft ist schon mit einem Großteil der Neuzugänge auf jeden Fall mal hier ins Trainingslager gefahren. Wie wichtig ist sowas auch für so ein Trainingslager, dass die Mannschaft sich jetzt schon finden kann? Ja, ist sehr wichtig für das Gemeinschaftsgefühl. Ist ja ganz klar, wenn du Hüttenabende hast oder ein Rafting oder irgendwas im Teambuilding-Bereich machen willst, dann sollten schon alle dabei sein, möglichst viele. Schade ist halt nur, dass unsere Langzeitverletzten jetzt natürlich ausfallen mit Lukas Röser und mit dem Bucky. Auch da herzliche Grüße und gute Besserung an beide und toi toi toi, dass die OP hoffentlich gut funktioniert. Einige Neuzugänge gab es schon, die Mannschaft wurde verstärkt. Ich glaube, es sind Spieler dabei oder Spieler hinzugekommen, die schon über recht viel Erfahrung auch verfügen. War das auch so ein bisschen dein Ansatz in der Kaderplanung zu sagen, da fehlt es vielleicht noch ein bisschen an der Erfahrung oder geht es dann ausschließlich um die Qualität der Spieler? Ja, die Qualität ist natürlich Prämisse Nummer 1, ganz klar. Aber wenn dann natürlich noch Charakter und Persönlichkeit dazu kommt, umso besser. Und wenn solche Spieler auf dem Markt sind, wissen wir alle, dass das nicht so leicht ist zu realisieren. Aber wir hatten da auch ja das Momentum auf unserer Seite. Es hat halt gepasst für beide Seiten. Aber nichtsdestotrotz, auch die anderen Jungs, die müssen jetzt auch mehr reinwachsen, mehr Verantwortung übernehmen. Das erwarten wir von jedem Spieler auf seiner Position. Die ersten Testspiele sind auch gespielt. Zuletzt gab es zu Hause am Frönnerhof ein sehr starkes 4-0 gegen Sandhausen. Heute 1-1 gegen Unterhaching. Du hast dir die Partie angeguckt. Was hast du gesehen? Was ist dein Fazit von dem Spiel? Ach, typisches Vorbereitungsspiel. Haching war sehr aggressiv, sehr laufbereit, sehr motiviert. So wie wir gegen Sandhausen gespielt haben, ist ja immer so, wenn der klassentiefere gegen klassenhöhere Mannschaft spielt. Aber alles im Rahmen in Ordnung gewesen. Klar, das 4-0 gegen Sandhausen darf man jetzt auch nicht überbewerten. Die hatten 5-6 Spieler gar nicht dabei gehabt. Und wir hatten einen sehr guten Tag erwischt. Nichtsdestotrotz sind wir summa summarum bis jetzt ganz zufrieden. Dann kommen wir nochmal zu was ganz Aktuellem, wenn wir schon jetzt gerade da sitzen. Heute war nämlich auch die Pokalauslosung. Werden wahrscheinlich alle gesehen haben oder inzwischen auch wissen. FCK zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, Bundesligist.
Was war dein erster Gedanke, als das losgezogen wurde? Ja, das ist ein Brett, ist ja ganz klar. Ein Bundesligist, ein ambitionierter Bundesligist, der in der letzten Saison Champions League gespielt hat. Also da weiß man, was auf einen zukommt. Auf der anderen Seite ja, hoffen wir natürlich, dass wir vor vielen Zuschauern spielen können im heimischen Fritz-Walter Stadion und so viele wie möglich reinbekommen, um da eine hitzige Atmosphäre aufs Parkett zu bringen und dann selber auch unsere Leistung hochzuspielen, um den ja, großen Gegner dann auch möglichst lange ärgern zu können. Kommen wir nochmal zum Thema Trainingslager. Es ist ja nicht dein erstes Trainingslager. Du hast ja in deiner lange Karriere viele Trainingslager wahrscheinlich erlebt. Was waren so deine Highlights aus deinen Trainingslagern, die du hattest mit den Vereinen, mit denen du unterwegs warst? Ach, Highlights, weiß ich nicht, ob man das in unserer Zeit als Highlights bezeichnen kann. Wir haben viele harte Läufe machen müssen. Ich kann mich auch noch an irgendeine Sprungschanze erinnern, wo wir mit Reinhard Stumpf hochmarschieren mussten. Da war der eine oder andere auch dann später richtig schlecht gewesen und in den Bäumen gehangen. Also das war nicht so schön. Klar, wenn du dann 10-12 Tage weg bist, dann musst du also Zeit totschlagen. Da hatten wir auch Zimmergenosse damals zum Beispiel auch hier in Riche, der ohne Ende Takeshi Castle. Die jüngeren Leute werden das nicht mehr kennen, aber von morgens bis abends geguckt hat. Also man hat schon auch schöne Sachen erlebt, aber meistens war es ja eine Quälerei auch dann. Was war dir als Spieler im Trainingslager besonders wichtig und was ist jetzt vielleicht der Unterschied zu dem Trainingslager als Funktionär? Legt man da vielleicht den Fokus auf andere Dinge? Ja, auf jeden Fall. Also als Spieler willst du ja fit in die Saison gehen. Das ist ja dein Fokus. Du willst dir deine Grundlage erarbeiten. Ja, als Funktionär ist das was ganz anderes. Kann man gar nicht vergleichen miteinander. Hat man ganz andere Dinge im Kopf, ist viel anders da beschäftigt. Als Spieler hast du ja nur in Anführungszeichen deinen Job zu machen. Und als Funktionär hast du ja viele andere Sachen zu bearbeiten. Das ist viel, viel im Kopf, viel Telefon, viel Laptop-Arbeit, aber trotzdem auch schön, immer mal wieder bei der Mannschaft zu sein. Und wenn man jetzt mal auf die Transfers kommt, dann auf die Scouting-Aktivitäten von dir vorher, in deinen vorherigen Stationen, dann fällt ein bisschen auf, dass das scheint zu passen. Konntest du dann auch deine Scouting-Aktivitäten auf deinen vorherigen Verein jetzt auch ein bisschen nutzen, um jetzt auch dann auf dem Transfermarkt für den FCK fündig zu werden? Also ist es schon ein Vorteil? Auf jeden Fall, weil du ja über die Jahre auch deine Erfahrungen gesammelt hast in verschiedenen Vereinen mit verschiedenen Ideen von Kaderplanungen, was passt zu welchem Club. Da kann man sich schon was abschauen, auf jeden Fall. Aber jede Liga ist dann anders, jeder Verein ist dann anders. Das muss dann zum jeweiligen Verein passen. Ja, und ich denke, dass wir so ein Profil für unseren Verein auch gut erarbeitet haben mit unserer Scouting-Abteilung. Du hast ja eine lange und große Karriere gehabt, hast bei vielen großen Vereinen gespielt, nicht nur beim FCK, auch beispielsweise bei Borussia Dortmund. Ist es dann so, dass du auch nochmal mit den Spielern nochmal irgendwo auch nochmal sprechen kannst aus deiner Zeit als Spieler und dann auch nochmal persönlich vielleicht Erfahrungen weitergeben kannst, vielleicht auch auf dem Feld zu sehen, diese Situation, habe ich damals vielleicht so gelöst oder kann ich mich daran erinnern, dass ich da auch mal drin war? Ja, man tauscht sich ja aus, man sieht sich ja tagtäglich und hat bestimmte Situationen im Kopf. Und das ist ja dann ein Gespräch von Fußballer zu Fußballer, da ist man ja auf Augenhöhe und das nehmen die Jungs gerne auch auf und man diskutiert da viele Situationen. Man muss es auch nicht immer gleich sehen, sondern da gibt es immer verschiedene Ansatzpunkte, aber das macht immer Spaß, den Austausch zu suchen und versuchen zu unterstützen. Viele Austausch hast du wahrscheinlich natürlich auch mit Marco Antwerpen, dem Trainer. Hier muss man ein ganz klein bisschen mit, wie läuft der Austausch ab? Ist man da auch mal unterschiedlicher Meinung und diskutiert oder wie läuft sowas? Ja, 100%. Also wir sitzen ja täglich zusammen. Wir haben Kaderbesprechungen, Spielbesprechungen, wie das Spiel gelaufen ist. Ja, Verpflichtungen vor der Nase und da werden sicherlich bestimmte Punkte diskutiert. Am Ende ist das eine Entscheidung natürlich von allen im Team, ne? Scouting-Team, Trainer-Team, meine Wenigkeit und ja, dann versucht man immer einen Konsens zu finden, auf den man dann aufbauen kann. Aber 100% sind wir natürlich nicht immer einer Meinung. Das wäre auch, glaube ich, nicht zielführend, sondern man muss sich ja auch mal reiben. Man muss auch mal die Meinung des Gegenüber akzeptieren und respektieren. Ja, und dann zielführend zu dem Punkt dann kommen, wo wir der Meinung sind, der Spieler, der hilft uns dann auch weiter. Eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert, du hast mit so vielen großen Fußballern zusammengespielt in deiner Karriere. Wer war für dich der beste deiner Mitspieler? Boah, das ist eine super schwere Frage. Also das kann man so pauschal auch nicht beantworten.
Wenn du einen Julio Cesar nimmst bei Borussia Dortmund, einer der besten Innenverteidiger der Welt, der Andy Bremer war einer der besten Linksverteidiger der Welt, Thierry Sforza einer der besten Mittelfeldspieler. Also es gibt so viele, ja, Ike Hässler, da kannst du ja weitergehen, Stefan Kunz als Mittelstürmer beim FCK und. Das würde ich so jetzt schwer unterschreiben. Roman Weidenfeller, ewig bei BVB zwischen den Pfosten. Miro Klose, und da könnte ich die Liste ja weiterfahren. Also es gab schon sehr, sehr gute Fußballer, mit denen ich spielen durfte. Paulo Sosa und. Also kann ich mich, will ich mich auch nicht festlegen. Kann ich verstehen, sind tolle Namen dabei. Du hast als Spieler Kaiserslautern, Dortmund, das waren auch schon große Traditionsvereine. Hast jetzt zuletzt bei Alemannia Aachen gearbeitet, davor auch in der Premier League, auch bei den bei traditionellen Vereinen, und Alemannia Aachen auch ein großer Traditionsverein. Ist das irgendwo was, was dich ein bisschen anzieht, oder war das immer nur Zufall, dass du letztendlich bei solchen Vereinen gelandet bist, wo auch die Emotionen vielleicht größer sind als jetzt bei anderen Clubs? Ja, teils würde ich sagen. Ne? Das ist immer was Beides, aber ist natürlich brutal schön für Traditionsvereine zu arbeiten, wenn du bei solchen Clubs ja dieses Umfeld auch miterleben darfst, wie da mitgefiebert wird, wie da mitgearbeitet wird. Das ist schon sehr intensiv von allen Seiten, von der Fanbase, von den Mitarbeitern, wie das weitere Kreise zieht. Das ist schon sehr faszinierend. Eine ganz persönliche Frage: Du kommst aus der Südpfalz, warst aber sehr lange in Aachen, das hört man. Glaubst du, der Pfälzer Dialekt kommt nochmal zurück? Ja, auch teils. Also ich habe ja mit meinem Dialekt nirgends eine Heimat sozusagen. Bin ich in Aachen, sagt man, ich komme aus der Südpfalz. Bin ich in der Pfalz, ich komme aus Aachen oder aus Köln oder wo auch immer. Ja, das hat sich über die Jahre so ergeben. Ist ja klar, wenn man in der Südpfalz groß wird und über die meisten Jahre dann als Kind hier verbracht hat. Und aber 17 Jahre meines Lebens jetzt auch im Westen verbracht habe, das muss ich auch nicht verleugnen, um Gottes Willen. Also das ist ein Teil meines Lebens. Meine Kinder sind da geboren, sind in Aachen geboren, und die freuen sich jetzt auch auf die neue Bekanntschaft in der Pfalz. Das ist ja auch schön, wie wir wissen. Kommen wir noch zum letzten Thema. Das ist aktuell auf der EM. Du warst selbst U21-Nationalspieler, hast also auch da Erfahrung. Wenn man da mal so nah dran war, verfolgt man dann so ein Turnier anders als jetzt der vielleicht klassische Fan? Guckst du bei den Spielen dann ganz genau auf die Taktik, auf die Ausrichtung? Oder kannst du so ein Spiel dann auch einfach mal nur angucken und genießen? Oder ist man immer irgendwo auch der Fußballfunktionär? Also teils, ne? Aus der Scouting-Sicht sicherlich ist das immer mit dabei, wo du alte Spiele gesehen hast von früher, die du schon in jungen Jahren gesehen hast, wie die sich entwickelt haben. Oder die neueren Spieler, die man jetzt nicht so auf dem Zettel hat, ja, was der so Besonderes hat, warum er denn da auf der Position in der Nationalmannschaft spielt. Aber klar, kann man da auch genießen. Also ich finde die Italiener im Moment schon außergewöhnlich, nicht nur von der Art des Fußballs, sondern auch das Miteinander, wie die das leben, wie emotional die Jungs da alle mitgehen. Die sind schon eine brutale Einheit. Ich glaube, das merkt man auch auf dem Platz, neben dem Platz. Und deswegen sind die für mich absolute Favorit auf den EM-Titel. Gut, das wäre meine Abschlussfrage gewesen. Wer dein Favorit ist, haben wir damit schon geklärt. Dann sage ich danke, Thomas Eng. Danke fürs Zuschauen. Wir werden danke die Tage auch noch öfters mal hier aus Malz, aus dem Trainingslager im schönen Südtirol senden. Und noch den ein oder anderen Spieler, Trainer und andere Leute aus dem Verein hier vor die Kamera holen. Tschüss. Ciao.